Ausgabe Daniel Auer Artwork kocht, kochen leicht gemacht. Es geht los. Ich nehme mal an, ihr kennt alle, man kommt nach Hause, hat mega Hunger, nicht viel daheim, kommt noch schnell im Supermarkt vorbei. Ich werde euch jetzt einen kleinen Warenkorb vorstellen. Wir haben zum Beispiel hier grünen eingelegten Pfeffer. Wir haben hier ein leckeres Schweinefilet. Eier, Mehl sollten in keinem Haushalt fehlen. Rinderfond, immer ganz einfach für unter der Woche, mal um eine schnelle geile Soße anzusetzen. Wir haben Staudensellerie, Tomatenmark, Petersilie, das sind unsere Hauptkomponenten. Daraus werden wir jetzt was Schnelles und Leckeres zaubern. Es ist jetzt 17.53 Uhr. Ich denke, wir brauchen nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten, um hier was Geiles auf die Reihe zu kriegen. Ich halte schon mal den Ofen vor und dann können wir eigentlich auch direkt beginnen. Den Ofen hätten wir vielleicht vorher kurz reinigen können, aber nichts für ungut. Wir haben ja keine Zeit, wir wollen irgendwie den Abend genießen, wollen entspannt bleiben. Genau, wir heizen mal vor auf 200 Grad. Stellen uns schon mal einen Topf mit Wasser auf den Herd. Natürlich Decke nicht vergessen. Einen normalen Topf, da machen wir dann ein schnelles Sößchen. Und nun beginnen wir mit dem Kochen. Und zwar dachte ich mir, wir machen das Schweinefilet, vielleicht mit ein bisschen Camembert überbacken, machen eine feine Pfefferrahmsoße dazu. Dazu brauchen wir, wie gesagt, den grünen Pfeffer. Wir brauchen den Fond, um der Soße etwas Geschmack zu geben, haben wir hier Staudensellerie, etwas Tomatenmark, um Röstaromen zu bekommen. Klar, Rahmsoße, was darf nicht fehlen, Schlagsahne, ein Schluck etwas abgestandenen Rotwein, macht aber überhaupt nichts, für die Soße gerade gut genug. Und das sind unsere Hauptbestandteile, viel mehr werden wir nicht brauchen. Genau, das war es eigentlich schon mit der Soße. Weil es Leckeres dazu gibt, ganz einfach, ein paar Spätzle, drei Eier in die Schüssel rein. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Und dry. Bisschen Mehl. Eine kleine Prise Salz. Und dann am besten direkt mit der Hand das Ganze ein bisschen verkleppern, wird etwas zu wenig Mehl sein. Ich zeige euch gleich die Konsistenz. Wichtig hierbei ist, dass keine Glümpchen entstehen, also man muss das Ganze dann wirklich gut durchschlagen. So, das reicht. Mehl ist leer. So schaut der Spaß dann aus, also keine Klümpchen mehr drin und schöne, dicke, feste Konsistenz, könnte bei weitem noch flüssiger sein, aber wir machen heute Knöpfle, also sprich runde, schöne Spätzle, keine Fäden und deswegen ist es ganz gut, wenn der Teig auch mal ein bisschen fester ist. Als nächstes werden wir unsere Soße ansetzen, hier heute nur Staudensellerie, also normalerweise bei einer klassischen Soße verwendet man Karotten, Staudensellerie, Lauch, nennt man Mürpa. Das Ganze schwitzt das in der Pfanne oder im Topf an, gießt es dann eben mit Rotwein auf, brennt vorher ein bisschen ein mit Tomatenmark. Wir machen heute die einfache Variante, da wir ja grünen Pfeffer haben, der Hauptbestandteil unserer Soße. Und wie gesagt, wir wollen ja heute mal zeigen, wie schnell man sich was... Akku ist gleich leer! Was Leckeres kochen kann. So. Zum
abrunden, noch eine kleine Knoblauchzehe mit rein. Gibt einen guten Geschmack. Wir schauen mal, ob der Topf heiß ist. Hört sich schon ganz gut an. Bisschen Öl hinein. Staudensellerie. Lassen etwas den Staudensellerie angehen. Nun kommt ein bisschen Tomatenmark hinzu. Nicht so viel. Stopp. Spätzlewasser kocht auch schon, wie man unschwer sehen kann. Machen wir nebenbei die Spätzle. So, wir lassen das Ganze kurz auf voller Temperatur gut angehen, damit sich Röststoffe entwickeln für die Soße, ganz ganz wichtig, rein geschmacklich. Tomatenmark für die Bindung noch ganz gut. Genau, den Knoblauch hier können wir noch rausnehmen. Wir lassen ihn wahrscheinlich drinnen. Vielleicht sieht man nachher noch mal kurz durch. Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. So, wie man das ganz gut sieht, hier unten brennt das Tomatenmark schon etwas rein. Wir müssen ein bisschen weiter weggehen. Somit hätten wir eigentlich schon eine gute Grundlage jetzt zum Aufgießen, was wir jetzt auch machen. Nehmen uns unseren Rotwein. Ja. Und gießen das Ganze einfach schön auf. Rühren etwas, dass sich der Satz unten wieder lösen kann. Lassen es kurz durchköcheln. So, ein bisschen Wasser drauf und einfach kurzzeitig so 3-4 Minuten ein bisschen einkochen lassen. Dessen holen wir hier schnell unsere Spätzle durch. Das geht mit einem gewöhnlichen Spätzlehobel. Ich mache das mal mit einem Pfannenwender. Man könnte auch eine Teigkarte nehmen oder einfach den Aufsatz, den ich nicht finde, macht aber überhaupt nichts, weil das genauso gut geht. Sogar vielleicht noch ein bisschen besser, meines Erachtens, aber das muss jeder selber wissen. Einfach schön durchdrücken. Spätzle sind fertig. Soße kocht schön ein. Spätzle zweimal aufkochen lassen und dann einfach in das Sieb gießen, kurz abschrecken mit kaltem Wasser. Muss natürlich nicht sein, wenn man sie gleich verzehrt. Kann man machen, wenn man sie danach noch kurz anbraten will. Also einfach, um sie noch mal kurz runter zu kühlen und um sie danach schön in Butter oder sowas, wie man eben Lust hat, anzubraten. Wir machen weiter mit der Soße. Und zwar kommt jetzt der Rinderfond hinzu, einfach um dem Ganzen einen guten Geschmack zu verleihen. Die Soße nun ab. Kann man machen, wie man möchte. Man könnte es auch durchpürieren. Wir machen es so. Das Ganze wird normalerweise jetzt noch schön ausgedrückt. Fast fertig. Ein paar Pfefferkörner rein, vielleicht so ein halbes 100 Gramm Glas. Eingelegte Pfefferkörner sind ein bisschen weicher. Dann Sahne mit dazu. Das Ganze nochmal schön aufkochen lassen. Um die Soße abzurunden, gebe ich noch einen kleinen Schluck Williamsbirne mit rein. Kann man machen, wenn man möchte. Cognac, Williamsbirne oder auch gar nichts, ist auch okay. Genau, ab jetzt schneiden wir noch das Schweinefilet in 2 cm dicke Scheiben. Wir schneiden hier schöne Scheiben runter von unserem Camembert. So soll das Schweinefilet ausschauen, wenn es geschnitten ist. Man drückt das Ganze dann noch ein bisschen platt. Hat hier den Camembert. Es geht gleich weiter. Wir braten das Schweinefilet nun hier in der vorgeheizten Pfanne an. Soße kocht noch. Spätzle stehen hier. Dürfen wir es eigentlich bald haben. Wichtig beim Anbraten des Schweinefilets ist, dass es nicht ganz durch ist, weil es dann nachher noch in den Ofen kommt. Hier haben wir was vorbereitet. Nochmal ein bisschen Staudensellerie, ein bisschen Knoblauch. Wir legen das Schweinefilet hier rein. Wir werden das Ganze noch ein bisschen würzen. Dann kommt der Camembert drauf. Und dann kommt so circa noch 10 Minuten in den Ofen rein, bis wir den Rest eben fertig haben. Gute Idee, oder? So sollte es dann ausschauen, bevor es in den Ofen wandert. Wir machen auf. Rein, schon schön warm. Tschüss, bis später. So, Schweinefilet ist im Ofen, Spätzle sind gemacht, Soße kocht, der Rest ist eigentlich nur noch reinste Kür. Ich brate es noch in etwas Butter die Spätzle an. Die Soße wird abgebunden
Das macht man am besten, indem man einfach ein bisschen Mehl in eine Tasse oder in ein Glas tut, ein bisschen kühles Wasser drauf, vielleicht so 1-2 Esslöffel, nochmal durchrührt, das Ganze in die Soße, das nochmal durchrührt, dann von der Hitze runter, sonst brennt sie rein, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, der kleine Ausflug in meine Küche hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Probiert es mal aus. Sagt mir Bescheid, wie es war. Bis dahin, guten Appetit. Euer Daniel, euer Artwork kocht für euch.